Amen, Geschwister. Ich danke dem Herrn für alles, was er tut. Ihm gehört die Erde, Geschwister. Das muss ich verstehen. Er lenkt alles, Geschwister. Ihm gehört alles. Oft sage ich, Herr, wie geht es? So groß ist seine Liebe, Geschwister. So groß. Und ich danke dem Herrn, dass er sowas zulässt. Da wird jemand sagen, Bruder, was? Damit die Menschheit aufwacht, Geschwister. Gott will erretten. Und wir sollen unter seine Füße sitzen. Glaubst du, dass Jesus Christus dich trägt? Wie merke ich das, dass Jesus Christus mich trägt? Indem ich seine Liebe in mir spüre, seine Ruhe in mir und seine Stimme höre und sage, mein Kind, ich bin mit dir. Habe keine Angst. Wenn Jesus mit dir ist, Geschwister, habe keine Angst. Hat der Bruder vorher was gesagt über viele Menschen reden in dieser letzten Zeit, dass ja, die Gemeinden gehen, die schließen, Endzeit. Und genau so im Gebet habe ich den Herrn so gesprochen und gesagt, Herr, was sind das für Zustände hier, Herr? Es geht alles durcheinander, die Gemeinden, jeder redet. Was meinst du? Und der Herr, er hat mich erinnert, einen Traum, wo ein Bruder hatte, und ich dachte, was ist das jetzt? Ich kann mich erinnern, das war der Bruder Theo, wo er einen Traum hatte, über die Gemeinde hier in Wittigheim. Da war ein Riese, und er wollte die Gemeinde ausreißen, Geschwister. Aber das ging nicht. Und dann dachte ich, okay, ihr habt die Antwort bekommen. Solange wir den Herrn wohlgefällig sind, Geschwister, er hat den Schlüssel. Wenn hier zu ist, dann macht er zu und er macht auf, Geschwister. Nicht wir, kein Mensch. Keiner macht auf und zu, Geschwister. Keiner schließt auf und keiner schließt zu. Er hat den Schlüssel. Wir müssen auf ihn gehorchen. Wir müssen laufen und wandeln nach seinem Wort. Alles andere macht der Herr, Geschwister. Ich habe diese Tage jetzt ja mit den Masken und so die Maske tragen, einkaufen gehen. Dann habe ich mir überlegt, Mensch, Stefan, wenn du die Maske ewig tragen würdest, stell mir das mal vor, ewig diese Maske tragen. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist aber ein Leid. Was wird es sein in der Hölle, Geschwister? Ihr wisst es auch, ja, man geht hin einkaufen und man hat diese Unruhe, Mensch, wann komme ich hier raus, damit ich diese Maske rausmache? Stellen wir uns vor, Geschwister, diese Kleinigkeit, die können wir nicht aushalten. Ne? Wir wollen frei sein, wir wollen so laufen, wie wir wollen. Ne? Aber Geschwister, die Sache ist sehr ernst. Gott hat diese Erde nicht gemacht für den Menschen, für diesen Zustand, Geschwister. Gott hat andere Vorstellungen gehabt für den Menschen, dass er mit ihm wandelt, in Friede, im Garten läuft, arbeitet und dass der Herr jeden Tag kommt und mit den Menschen redet, Gemeinschaft hat, in Frieden und in Liebe. So hat es der Herr vorgestellt, Geschwister, mit den Menschen. Warum
dieser Zustand heute. Geschwister, wir müssen uns zugeben, die Sünde hat alles kaputt gemacht. Der Mensch, der Ungehorsam, hat alles kaputt gemacht. Und ich danke Gott, dass er den Herrn Jesus Christus gesandt hat und will ein neues schaffen. Geschwister, wir sind für das Himmelreich. Der Herr bereitet uns vor für das Himmelreich. Hier wird alles kaputt gehen. Die Menschen bemühen sich, ist richtig, ja, mit dem, was sie können. Aber sie lesen nicht die Bibel. Das ist das Traurige. Aber Gott hat Wege, wie er den Menschen demütigt, bis der Mensch sagt, Gott, gib's dir wirklich. Und ich möchte was lesen, Geschwister, von Prophet Jesaja. Jesaja Kapitel 40. Jesaja Kapitel 40 ab Vers 26. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Geschwister, nicht nur mit den Augen schauen und gucken, was gibt es da oben, die Sterne, sondern mit dem Herz. Oben wohnt Gott und er sagt uns, die Menschheit, schaut, was ich alles gemacht habe für euch Menschen. Für euch habe ich das erschaffen, sagt der Herr. Er, der ihr Herr abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Geschwister, wenn ich das lese, er kümmert sich über die Sterne, über die Planeten, dass die alle ihren Rhythmus haben, ja. Und er sagt, und dass eines nicht vermisst wird. Wie viel mehr dir? Wie viel mehr dir, dass du nicht verloren gehst? Er schaut täglich nach dir, wie es dir geht. Und ich habe mir so überlegt, habe ich so mit dem Herrn geredet, Herr, ich weiß, du hilfst uns, du bist immer mit uns, aber manchmal sehen wir nicht deine Hand. Und der Herr sagt, ja, ich habe euch oft geholfen, oft getragen, aber ihr habt meine Hand nur nicht gesehen. Und wir meinen manchmal, dass wir es sind, Geschwister. Nein, es ist der Herr. Es ist der Herr, Geschwister. Er hat uns berufen für das Himmelreich. Und wir sollen ihm folgen. Wir müssen uns überlegen, warum hat dich der Herr berufen? Um was geht es denn überhaupt? Der Herr sagt, ihr habt dich berufen für das Himmelreich. Ja, Herr, ich will aber hier irgendwie, dass es schön geht, alles schön, dass ich mein Haus habe, meinen Garten habe, aber der Herr sagt, das wird alles vergehen. Tut mir leid. Ich berufe dich für den Himmel. Und Geschwister, und der Herr zeigt uns, dass die Zeit nahe ist. Und ich soll sagen, Herr, ich sehe alles, bitte hilf mir, gib mir einen wachsamen Geist, öffne meine Augen, damit ich sehe, in welcher Zeit ich lebe. Ja, Geschwister. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Wie oft haben wir das gesagt, Geschwister? Sieht mich der Herr? Meine Bitten
Seit Jahren verlange ich das. Warum, sagt der Herr, warum hast du so ein Herz, so aufdringlich, so unbedingt? Und der Herr sagt, warte. Der gerechte Geschwister, Jesus Christus, hat kein Wort gesagt. So muss sein, dann werde ich so wandeln. Vater, wenn es so sein muss, dann soll es so sein. Und ich sage immer, Herr, nicht so wie ich denke, sondern wie du denkst. Hilf mir. So ein Geist, Geschwister. So ein Gehorsam, wie der Herr hatte zum Vater. Ich sage jedes Mal, Herr, gib mir diesen Gehorsam. Dass ich nicht sage, jetzt, Herr, errette jetzt den. Gib mir diese Bitte. Gib mir heute das. Ich will einfach, dass es mir gut geht. Geschwister, der Herr weiß, was er tut und wann er es tut. Wir sollen nur ihm folgen und sagen, Herr, wenn das so sein muss, dann bitte hilf mir. Weißt du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört, der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unerschöpflich. Geschwister, wir wissen nicht, wie der Herr arbeitet. Wir hören, ja, das geschieht das deshalb, das geschieht deshalb. Und wir hören so viele Stimmen in diese letzte Zeit. Jeder hat seine Meinung. Jeder sagt, so ist es. Und der Herr sagt, mein Verstand ist so klein, mein Kind. Dein Verstand ist ganz klein. Demütige dich, rede nicht viel und sei demütig, Geschwister. Sein Verstand ist unerschöpflich. Wir wissen nicht, warum alles geschieht. Wir wissen nicht, warum das, warum das. Warum mein Kind ist krank? Warum mein Kind ist nicht mehr in der Gemeinde? Warum habe ich keine Arbeit? Wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur, dass der Herr mit mir ist. Weil ihr habt mich nicht selbst errettet. Ich bin nicht gekommen und gesagt, jetzt will ich mich erretten. Sondern er hat gesagt, jetzt ist der Punkt, dass ich dich erretten will. Jetzt ist der Punkt, dass ich deine Kinder errette. Jetzt ist der Punkt, dass ich dir eine Arbeit gebe. Und auch jetzt ist auch der Punkt, dass ich meinen Heiligen Geist gebe. Ihm gehört die Zeit, Geschwister, nicht uns. Meine Aufgabe ist, demütig zu sein und ihm zu folgen. Wie schwer ist es? Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Bist du schwach? Weißt du nicht mehr, wie es weitergeht? Geht doch im Gebet. Diese Tage, Geschwister, wo wir keine Gemeinden hatten, Versammlung hatten, habe ich Herr gesagt, es war so schwer, im Gebet zu beten. Immer kam was anderes. Jetzt haben wir eine Schicht bekommen. Ich muss immer Spätschicht jetzt arbeiten, haben sie uns so gesagt. Bis Ende Mai muss ich Spätschicht arbeiten. Ich habe gesagt, Herr, wie werde ich das schaffen? Tu etwas, Herr. Geschwister, wisst ihr, diese Tage schaut der Herr unserem Herzen, wie durstig wir sind nach seiner Gemeinde, wie durstig wir sind nach seinem Wort, die Geschwister zu sehen. Es gibt Geschwister, die arbeiten. Es gibt Geschwister, die krank sind. Das sieht der Herr. Ich habe heute einen Bruder gesehen, den Bruder Theo. Ich habe gesagt, Bruder, wie geht's dir? Ich habe ihm gesagt, du, ich bin Spätschicht. Er sagt zu mir, ich auch.
Da habe ich gedacht, Mensch, es muss dem Bruder brennen, dass er nicht in die Gemeinde kommen kann. Ich verstehe das. Ich kann das verstehen, Geschwister. Dass jemand kommen will, aber es geht leider nicht, das sieht der Herr. Der Herr sieht, dass du arbeitest und du nicht hier sein kannst, aber du brennst im Geiste, das sieht er. Und er sieht auch, dass du zu Hause liegst, die freie Zeit hast und sagst, mach nichts, ich bin doch gläubig, der Herr ist mit mir. Das sieht der Herr, Geschwister. Und wie ich mich zum Herrn gegenüber verhalte, so verhält sich auch der Herr. Komme ich zu ihm nah, kommt er auch nah. Sage ich zu ihm, tröste mich, Herr, er kommt und er tröstet dich. Und Geschwister, der Herr offenbart jede Situation, jeden Zustand unseres Herzens, auch sogar den Zustand unserer Gemeinde. Und das bin ich froh, dass der Herr das Haupt ist und nicht ein Mensch. Da bin ich froh. Menschen können draußen reden, was sie wollen, Geschwister. Es steht geschrieben, dass solche Menschen kommen werden und sagen das und das, aber das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist, Geschwister, im Gläubigen drin, gibt ihm diese Wärme und die Liebe für das Werk Gottes, dass es wächst. Und der Herr sieht, ob du zu Hause in deine Zimmerlein betest und sagst, Herr, öffne den Weg, dass ich in die Gemeinde komme. Es sieht aber auch, wenn du betest und sagst, deshalb ist es passiert, weil die so sind. Deshalb ist es so gekommen. Geschwister, das ist nicht der Heilige Geist. Das ist nicht der Heilige Geist, Geschwister. Der Herr will, dass wir zusammenkommen. Und der Herr will seine Gemeinde vollenden. Und er wird sie vollenden, indem er alles beseitigt und die Seelen in seine Gemeinde ruft, damit er verherrlicht wird. Nur deshalb. Nicht, dass Menschen verherrlicht werden, nicht, dass ein Name groß wird, nur wegen seinem Namen tut er das, Geschwister. Ich errette nur wegen meinem Namen, sagt der Herr, dass ich verherrlicht werde. Geschwister, nicht ein Mensch, eine Person, ein Name, nur der Herr, Geschwister. Und wir sollen so einen Geist haben, dass wir immer das Beste für die Gemeinde wollen. Das Beste für die Geschwister, für die Brüder, die arbeiten und nicht das Schlechte. Und das sieht der Herr. Und dadurch entsteht dann eine Entscheidung. Und der Herr sagt, wer Unrecht tut, der tut weiter Unrecht. Wer Böses tut, der tut weiter Böses. Geschwister, wir sollen das Gute tun. Wir sollen das Gute für Sion, für die Gemeinde bieten, damit der Herr uns wieder zusammenführt, damit die Seelen, die geschlagen sind, Geschwister, von egal für welchen Personen, dass sie hier kommen, Heilung finden, Heilung für die Seele, Kraft für den Geist, Geschwister. Darum will der Herr die Menschen hier bringen, Geschwister, darum. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Geschwister,
Ich glaube, das haben wir auch so gemerkt, diese Tagen, diese Wochen, dass so irgendwie so, ja, dieses geistliche Leben, dieses Brennen im Geist irgendwie, da habe ich gedacht, Herr, es ist wirklich schwer, ohne die Gemeinde. Da habe ich gemerkt, was Gemeinde heißt. Da habe ich gemerkt, was heißt es, im Geist brennen. Ich gebe es zu, das Gebet war wenig. Ich habe gesagt, Herr, wenn du mir nicht hilfst, wenn du mir nicht erfüllst mit dem Heiligen Geist, was können wir tun? Keiner kann etwas nehmen, Geschwister, wenn nichts von oben gegeben wird. Keiner. Es muss von oben gegeben werden, damit wir reden können, damit wir prophezeien können. Es muss von ihm kommen, Geschwister. Wir können nichts ohne ihn. Ich habe gesagt, Herr, was soll ich predigen? Was soll ich? Rede du sonst? Ich weiß nicht, was. Und der Herr hat mir ein paar Sätze gesagt, Geschwister, dass wir sollen wieder auf dem Herrn harren. Genau diesen Satz hat mir der Herr so diese Tage gesagt. Harre auf mich. Sage, Herr, ich brauche dich. Ich fühle mich nicht wohl, so wie ich bin momentan. Ich fühle mich leer. Und Geschwister, wir werden sehen, wenn wir so angestellt sind, sagt der Herr, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie Flügel, wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Geschwister, der Herr will nicht, dass wir in unseren Häusern rumsitzen, sagen, das war's, Herr. Die Krankheit ist da, die Seuche ist da, wir müssen uns alle in die Wohnungen schließen, das machen viele. Aber es ist nicht die Maske, Geschwister. Es ist nicht die Maske, die wir tragen, weil der Herr hat den Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Er entscheidet, Geschwister. Wir sind in seinem Hand. Er kann sagen, so, Johannes der Täufer, das war's, was er eigentlich nicht erwartet hat. Aber Geschwister, der Herr entscheidet doch, nicht ich über mein Leben. Wie lange ich lebe werde, das ist doch, er sagt, wann es fertig ist. Und stellen wir mal so vor, dass der Herr uns berufen hat zu der Rettung. Jetzt kommt die Seuche und jeder geht in sein Haus. Was wird dann, Geschwister? Was ist jetzt? Beten wir, dass der Herr den Weg wieder öffnet, dass wir wieder herkommen können, dass der Herr uns stärkt, Kraft gibt, dass der Herr euch rettet, diese letzte Zeit. Und ich glaube, Geschwister, dass der Herr Menschen noch erretten wird und dass der Herr die Gemeinde vollenden wird. Das glaube ich, weil der Herr redet, Geschwister, zu seinen Dienern, er offenbart und wir sollen hoffen, dass das, was er uns gezeigt hat, auch erfüllen wird. Aber wir müssen bleiben bis am Ende. Sagt niemals, das war's jetzt. Das letzte Wort habe ich, sagt der Herr. Ich bin das Alpha und ich bin das Omega. Er entscheidet, Geschwister, wann fertig ist. Nicht wir. Deshalb sollen wir bleiben bis am Ende. Nicht auf Stimmen hören, die sagen, das war's jetzt, die waren so, deshalb ist es geschehen, ach, die Gemeinden sind zu jetzt, die Kirchen sind zu, deshalb, egal wer, Geschwister, Ungläubige,
in der Welt, das ist der Teufel. Ich sage es offen, Geschwister, das ist der Geist des Antichristen, der so redet. Ich glaube nichts daran. Ich sage, Herr, ich vertraue auf dich. Was du sagst, das wird geschehen. Es wird sowas kommen, es wird geschrieben. Und habe ich heute auch gelesen, wo der Bruder so gesagt hat, habe ich gerade heute 1. Petrusbrief, Kapitel 2, gibt solche, wo der Petrus sagt, dass das Böse nicht mit Bösen vergelten, sondern wir sollen segnen, Geschwister. Wir sollen beten für die Menschen, für die, wo so reden, damit der Herr Gnade schenkt. Und das werden wir tun, Geschwister, mit einem demütigen Geist, einem ruhigen Geist, unter den Füßen des Herrn. Und so werden wir beschützt sein und der Herr wird uns segnen. Der Herr soll uns übernehmen, Geschwister. Wir sollen bleiben und nach der Kraft des Heiligen Geistes verlangen, Geschwister. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts wirken. Wir können nichts reden, wir können nichts beten, wir können nichts tun. Amen, Geschwister.